Willkommen zu den Heimatgeschichten. Diese Woche sind wir in Pörnbach im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm unterwegs. Und heute geht's in den Ortsteil Maushof. Hier liegt Vorfreude in der Luft. Denn immer dienstags und donnerstags trainieren hier die Pfotenflitzer und können es kaum erwarten. Willkommen zu den Heimatgeschichten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute sind wir bei den Pfotenflitzern. Hallo. Bei der Karin Christi. Grüß dich. Erzähl mir doch mal ganz kurz, was macht euer Verein? Was sind die Pfotenflitzer? Die Pfotenflitzer sind eine lustige Truppe aus Hundeleuten. Also wir haben Spaß mit unseren Hunden. Wir machen Agility, wir machen Rally Obedience, wir machen ein bisschen Grunderziehung natürlich. Wir gehen auf Turniere, also wir sind schon gewillt, weiter vorwärts zum kommen, aber alles mit Spaß und Freude, dass man mit seinem Hund einfach zusammenwachsen kann. Und jetzt schauen wir uns als allererstes, bevor wir lang drüber reden, mal an, wie das dann ausschaut, wenn ihr mit euren Hunden arbeitet. Ja, das erste Team steht, glaube ich, schon in den Startlöchern. Daniela. Du kannst. Genau. Das ist jetzt wer? Das ist die Daniela mit dem Shade. Der Shade wird 9. Australian Shepherd. Australian Shepherd, genau. Der ist schon in der A3 gewesen. Also das ist die höchste Leistungsstufe in der Agility. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Der ist aber zurückgestuft worden, also aufgrund von seinem Alter, dass er einfach nicht mehr so komplizierte Sachen machen muss. Und man sieht, der ist mit Spaß und mit Power noch dabei. Ein schon ein bisschen höheren Alter, genau. Und Man sieht, was da noch für, genau, was für Power dazwischen ist. Und die mache ich einer Sache recht schön. Und richtig absolviert den ganzen Parcours. Stark. Wunderbar. Ja, starke Leistung. Das sind schon sehr viele unterschiedliche Hindernistypen. Genau. Wir haben also da den Tunnel. Das ist für die Hunde das einfachste Gerät eigentlich, weil es so macht ihnen einfach Spaß, irgendwo durchzukrabbeln. Dann das nächste, das ist der Laufsteg. Das ist eins für die Kontaktzonengeräte. Da muss man am hinteren Ende die rote Zone treffen. Also der Hund muss mit mindestens einer Pfote drauf sein, weil sonst ist es ein Fehler. Ah, okay, wenn er da drüber hupft. Genau. Und dann das Slalom, das ist natürlich das spektakulärste Gerät, weil da schlängeln sie sich ja durch. Ja. Dann haben wir eben nur die Wand, da ist auch so, auf einer Seite muss immer ein Pfoten auf dem roten sein. Dann das nächste ist der Weitsprung und der Reifen. Und dann haben wir nur die Wippe, wo der Hund halt lernen muss, mit seinem Gewicht die Wippe einfach runter zum Drücken. Und da darf uns halt keine Angst haben vor wackelnden Untergründen und so. Und das ist nicht für alle so einfach wie für den Australian Shepherd gerade. Wir haben nämlich noch eine ganz andere Größenkategorie auch noch mit bei euch im Team. Claudia, stellt ihr bitte runter auf 30. Ja. Für welche Hunde ist denn Agility ganz allgemein geeignet? Agility ist für alle Hunde geeignet, egal ob groß, ob klein, ob Mischling, ob was weiß ich. Sie sollen gesund sein, sie sollen gern arbeiten mögen, sie sollen gern laufen mögen. Einfach sich mit Menschen zusammen betätigen und ansonsten ist eigentlich alles offen. Natürlich gibt es auch ängstlichere Hunde, aber die lernen durch die ständigen Wiederholungen von einfachen Sachen einfach, damit dass das gar nicht schlimm ist. Und dann wachsen die einfach vom Ego her und sagen beim nächsten Mal schon, ha, kann ich machen. Und sind einfach mit Feuereifer dabei. Und da haben wir jetzt zum Beispiel den kleinen Nero. Das ist ein Prager Rattler. Oh mein Gott. Genau. Der wird jetzt 3 Jahre alt. Die Claudia, die ist jetzt vielleicht 3/4 Jahr bei uns dabei. Aha. Die sind jetzt rucki-zucki aufgestiegen von der A0, also von der Beginnerklasse, in die Klasse 1 und hat da schon 2 Qualifikationsläufe erlaufen. Das heißt, sie müssen fehlerfrei sein.
Und man sieht, der Hund ist einfach mit Feuereifer dabei. Und also, es sind keine Grenzen gesetzt. Natürlich, wenn der Hund zu groß ist, ja, geht es nicht, weil er muss durch den Tunnel durchpassen. Ja. Also so Bernhardiner oder so ist jetzt nicht so geeignet. Und jetzt kommt genau der Moment, wo der Hund ins jetzt Wasser rennt. Jetzt muss er halt mit seinen 2 Kilo muss er die Wippe runterdrücken. Oh, bravo. Genau. Wahnsinn. Ja, haben sie sehr schön gemacht. Stark. Und die sind halt fleißig wirklich beim Trainieren dabei. Die kommen halt 2-mal in der Woche, also mit dem Dienstag-Donnerstag-Training. Je fleißiger man natürlich ist, desto schneller kommt man vorwärts. Ja. Ist ganz klar. Und ja, manchmal erlaubt es halt die Zeit einfach nicht. Wie bist denn du selber überhaupt zum Hundesport gekommen? Wie lange machst du das schon? Also Hundesport mache ich schon 14, 15 Jahre. Bin dazugekommen, ich habe einen belgischen Schäferhund gehabt, einen Malinois. Und ja, das sind einfach aktive Hunde. Und da sind wir eben dazu gekommen. Meine Tochter will das machen. Und dann gibt halt eins das andere. Dann ist die Mama sowieso dabei. Dann wird es mit reingeschmissen. Dann macht es einen Trainerschein. Und bis man schaut, ist man halt in der Materie so drin. Stark. Der Verein ist 2014 gegründet worden. Also wir haben heuer im September haben wir ein 10-jähriges Bestehen. Und wir haben angefangen mit 11 Mitgliedern. Und mittlerweile sind wir über 40. Wow. Genau. Also nicht alle aktiv, es sind auch viele von den Gründungsmitgliedern dabei, die wo halt jetzt schon alte Hunde haben und sich halt keinen mehr nachholen oder erwarten halt. Und ja, wir versuchen unser Bestes mit jedem zu arbeiten. Aber irgendwann, wir sind nur 2 Trainer eigentlich beim Agility und irgendwann ist halt dann die Grenze erfüllt an Mitgliedern, genau, zum Arbeiten. Sehr beeindruckend, was sie da macht. Was tun die jetzt halt aufbauen, deine Damen? Genau, die lernen jetzt, der Hund muss ja lernen, den Slalom richtig zu laufen. Und das ist jetzt praktisch eine Hilfe, damit der Hundeführer nicht so mit den Händen so viel helfen macht, sondern einfach nur nebenher gehen kann. Das also heißt, das ist jetzt für die Hunde, die noch nicht so... Ja, genau, das ist eine optische Hilfe und die baut man nach und nach einfach auf. Und die schlängeln sie halt dann durch, weil sie können ja nicht aus, da sind die Bögen drin. Und dann gibt sie das von ganz von allein. Irgendwann macht man mal einen Bogen raus und dann den nächsten und dann merken die das gar nicht. Verstehe. Genau. Aber wenn der Hundeführer meistens neben irgendwo reinfuchtelt und sagt so und so, dann ja, ist meistens eh schon spät, genau. Wenn dann schließlich alles sitzt, fahren die Teams der Pfotenflitzer auf Turniere. Hier geht es darum, den Parcours fehlerfrei zu meistern und natürlich möglichst schnell zu sein. Es gibt 4 verschiedene Größenklassen und 4 Schwierigkeitsstufen. Mit 3 fehlerfreien Läufen, platziert, qualifiziert man sich für die nächsthöhere Stufe. Einmal im Jahr richtet der Verein auch ein eigenes Turnier aus, das über 2 Tage geht. Zwischen 70 und 100 Starter versammeln sich dann auf dem Gelände in Pörnbach. Und das ist dann die Schiene für den Trainer, einfach, dass man da die Früchte sieht und dass die Spaß haben. Und genau, ja. Das merkt man auch. Also jetzt schon in der kurzen Zeit, wo wir da sind, es ist total relaxed und alle haben irgendwie einen Spaß bei der Arbeit mit den Hunden. Das ist der Berti, das ist unser Anfänger, das ist ein bisschen ein Kasperlkopf manchmal. Der Berti, so heißt mein Katz auch. Ja, genau. Ist manchmal noch sehr beeindruckt vom Turniergeschehen und dann läuft es halt nicht so rund. Ja. Aber die Angelika nimmt das ein bisschen gechillter. Genau. Stark. Die freut sich jetzt einfach, dass sie wieder einen Hund hat, mit dem was laufen kann. Genau. Berti hat sich halt extra schick gemacht. Das ist ein Golden Doodle. Die war jetzt gerade beim Friseur. Genau, war beim Friseur. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann schauen wir uns auch noch die 2. Disziplin an, die da bei den Pfotenflitzern trainiert wird. Bis gleich. Willkommen zurück zu den Heimatgeschichten von den Pfotenflitzern. Jetzt ist die Andrea bei mir, die Rally Obedience Trainerin. Was ist das für eine Disziplin? Rally Obedience ist eine sogenannte Fun-Sportart. Das heißt, hier geht es darum, dass Hund und Mensch viel Spaß zusammen haben und korrekt die Stationen, die hier aufgestellt sind, abarbeiten. Mhm. Beim Rally Obedience ist es so, dass man im Turniersport mit 100 Punkten anfängt. Und für kleine Verfehlungen gibt es Kumpelabzüge. Okay. Genau.
Aber ganz wichtig ist, der Hund soll Spaß haben, der Mensch soll Spaß haben. Ja. Und die Hunde lesen ihre Menschen so toll, finde ich immer. Mhm. Wenn der Mensch sicher ist und weiß, was er genau tut, so wie es uns Karin gleich zeigen wird, dann weiß der Rocky zu 100%, was sie von ihm möchte und setzt das auch sofort um. Dann schauen wir uns doch jetzt mal an. Karin, Rocky, jetzt starten die mal. Was machen die jetzt da genau? Sie macht einen Sitz. Der Hund umrundet jetzt den Hundeführer, macht wieder einen Sitz. Jetzt kommt das zweite Schritt, dass der Hundeführer um den Hund herumgeht. Ah, und der Hund dabei sitzen genau. bleibt. Und dann schließt sie kurz die Füße, geht weiter. Jetzt gibt es einen sogenannten Vorsitz. Der Hund muss sich direkt vor sie hinsetzen. Und als Abschluss muss er um sie rumgehen und dann gehen sie zusammen weiter. Dann kommt jetzt ein Sitz, ein Winkel. Jetzt kommt ein Steh und ein Winkel. Jetzt kommt dann wieder ein Sitz, ein Schritt nach vorne und ein Sitz. Sehr gut. Stark. Mhm. Jetzt Was kommt ein für, Kehrt. Entschuldigung. Für wen ist jetzt, sage ich mal, es ist jetzt doch eine ganz andere Sportart als das Agility, was wir jetzt drüben gesehen haben. Viel langsamer. Für wen ist das jetzt eher geeignet? Wer macht eher das? Wer macht eher das? Also es gibt, wie du siehst, bei uns beide, die beides machen. Für Raliobenen spricht halt, dass du diese Schnelligkeit und diese Bremsen nicht hast. Also wenn du einen Hund hast, wie jetzt Sabine nachher mit dem Candy, der hat so ein bisschen an den Knochen, ist natürlich Raliobenens besser, weil der diese Bremssachen nicht hat. Aber ansonsten kann es jeder machen. Und das Schöne ist auch, im Gegensatz zu Agility, bei Agility brauchst du eine Begleithundeprüfung, bei Raliobenens brauchst du das nicht. Du brauchst auch keine Vereinszugehörigkeit wie bei Agility. Und Raliobenens ist immer mehr im Kommen. Also die Leute lieben es, diesen Sport auszuüben und dann halt auch in Turnieren gehen zu können. Ja. Also ist vielleicht auch sogar für Einsteiger, kann ich mir vorstellen, in den Hundesport eine ganz tolle Möglichkeit, da erstmal langsam anzufangen. Definitiv, weil es halt auch aus dem Bereich der Unterordnung kommt. Ja. Du hast einen Sitzplatz, du hast eine Fußposition mit dabei, was aus der klassischen Unterordnung kommt und wichtig ist für den Hund. Ja. Sehr interessant, Andrea. Karin, vielen lieben Dank für die Einblicke bei euch heute hier bei den Pfotenflitzern. Ich habe wieder viel mitgenommen. Und alles Gute zu euer nächstes Turnier. Gell? Dankeschön, danke. Fest die Daumen drücken. Auf jeden Fall. Ihnen daheim danke fürs Einschalten und wir sehen uns morgen wieder in den Heimatgeschichten. Servus.